Hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn darf ich mich vorstellen, ich bin der Rudi und wie man hier auch gut lesen kann, der Ofenguru. Und in einem Pizzaofen kann man natürlich klassisch eine Pizza machen. Wir werden allerdings auch grillen im Pizzaofen und nachher werden wir nur Quiche auch versuchen. Ja. In unserem Pizzaofen können wir eigentlich viele Sachen zubereiten. Wir können nicht nur klassisch Pizza machen oder Steak machen oder irgendeinen Braten, sondern wir können zum Beispiel auch eine Quiche machen. Die Quiche kann man in verschiedenen Varianten machen. Wir machen heute eine ohne Fleisch, eine vegetarische Quiche. Ja. Dazu habe ich da ein paar Zutaten vorbereitet und ich habe frische Eierschwammerln mir mitgenommen. Und Zwiebel und Eierschwammerl werden wir kurz in der Pfanne anrösten. Und dann machen wir unsere Liaison, wie das so schön heißt bei den Franzosen. Und die füllen wir dann in die Pfanne, die wir rundherum mit dem Quicheteig auslegen werden. Wir haben jetzt auf der Backfläche drinnen so 220 bis 240 Grad. Das ist eine sehr gute Temperatur, um hier anzubraten, anzurösten und nachher dann die Quiche ins Rohr hineinzuschieben. Was geben wir rein in unsere Quiche? Tomaten werden wir reingeben, Zucchini, Paprika, Blumenkohl, Käse, würzen werden wir das. Und für eine Quiche brauchen wir die sogenannte Liaison. Das sind dann Eier aufgeschlagen mit Obers. Wir werden mal langsam in der Butter Zwiebel anschwitzen. Nachdem wir Butter verwenden, müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel Temperatur haben. Und im Pizzaofen kann man ja in unterschiedlichen Temperaturbereichen arbeiten. Ja. Zuerst, wenn man den Pizzaofen auf Höllenfeuer aufheizt, auf 450 Grad, eignet sich das natürlich perfekt, um zu grillen bei dieser Temperatur. Wenn dann ich Pizza machen möchte, braucht man einen Temperaturbereich ab 300, 350 Grad in etwa. Und wenn dann der Pizzaofen in der Temperaturkurve abflacht, so wie jetzt, so um die 200, 220, 240, können wir solche Speisen zubereiten. Oder ihr könnt es auch in einer Auflaufform zum Beispiel dann Obstkuchen machen. Ja. Kann man viele verschiedene Sachen zubereiten. Dann kommen unsere Eierschwammerl rein, unsere Pfifferlinge. Während das anröstet, bereiten wir alles für die Quiche schon vor. Das heißt, wir brauchen einen Quicheteig, den gibt es fertig am besten zu kaufen. Ihr könnt auch selber einen machen natürlich. Ist ein Mürbeteig oder Mürbteig oder 1-2-3 Teig. Dazu nehmen wir eine Pfanne, die sehr gut eingefettet ist oder eingeölt, damit die Quiche dann nicht kleben bleibt. Ihr könnt natürlich auch eine Quicheform oder eine Auflaufform nehmen, eine runde. Ich nehme sehr gerne eine Pfanne mit einem schrägen Rand, weil ich die Quiche dann einfacher herausbekomme. So, das ziehen wir ein bisschen hoch. Dann machen wir unsere Liaison. Dazu nehmen wir 5 Eier, dann rühren wir die Eier gut durch wie fürs Omelett. Dann würzen wir Salz, Pfeffer.
da rein kommt jetzt unser Obers. Das rühren wir gut durch. Dann gebe ich rein Zucchini, Blumenkohl, Paprika, ein paar Tomaten, die habe ich halbiert, die kleinen Cocktailtomaten und Käse. Ich hoffe, so Streukäse eignet sich sehr gut. Das vermischen wir wieder. So, dann schauen wir, was hinter meinem Rücken passiert ist. Wie es mit den Pfifferlingen ausschaut. So, sind unsere Pfifferlinge schon angeschwitzt mit dem Zwiebel. Das lassen wir jetzt kurz abkühlen. Gebe ich noch ein paar Kräuter mit rein. Und jetzt unsere Pfifferlinge, Eierschwammerl, Zwiebelmischung. Das wird noch einmal verrührt. Und unsere Liaison füllen wir jetzt hier in die Pfanne auf unseren Quicheteig ein. Jawohl. Schön verteilen hier. Eine Zierleiste rundherum. Und dann ab in den Backofen. Dann machen wir den Backofen zu. Wir haben jetzt circa 15 bis 20 Minuten Wartezeit. Nachdem wir jetzt unsere Quiche für circa 20 Minuten im Backofen hatten, so um die 200-220 Grad, ja, werden wir jetzt nachsehen, ob die schon fertig ist, und wir werden ein kleines Finishing noch drauf machen. Ausschauen tut es einmal so. Wenn wir oben noch einmal mit Käse drüber gehen. Das werden wir noch kurz reinstellen, bis Käse schmilzt, und dann sind wir schon so weit, dass wir anrichten können. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Der Käse ist geschmolzen. Jawohl. Et voilà, jetzt werden wir die Quiche anschneiden. Es kann gerne auch fleischlos sein, wie man hier am besten sieht bei der Quiche. Also viel Spaß beim Nachmachen. Ihr möchtet vielleicht auch sowas auch mal ausprobieren im Pizzaofen, wenn ihr einen braucht.
bei mir seid ihr an der besten Adresse. Viel Spaß und pfiat euch. Tschüss.